Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten zum Euro Truck Simulator 2 und Heart of Russia. Neue Bilder zu dem neuen DLC, und dieses Mal geht es auch wieder um die Industrie, und die sind wirklich schon sehr beeindruckend. 16 neue Bilder hat uns SCS spendiert, und wir gucken sie einfach mal gemeinsam an. Falls euch irgendwas auffällt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und ein kleiner Nachtrag, ja, für alle, die nichts verpassen wollen, können gerne ein Abo da lassen oder ein Däumchen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und heute 20.30 Uhr bin ich wieder live. So, also, jetzt werden wir aber ganz gemütlich uns mal die Bilder angucken. Und man sieht hier auf dem ersten Bild, man, wie viele Details hier sind mit diesen Fabriken und den ganzen Rohren und Einfahrten und den... Ach, das ist einfach sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Also wirklich sehr, sehr hübsches Bild. Und ja, gehen wir einfach mal weiter. Und was wir hier so sehen, das sieht so aus wie Merry Christmas, also überall LEDs. Und das ist ja eine Sache, darauf steht der Maximus. Also ganz viel Lichter, bling, bling. Das ist wunderbar. So, gehen wir mal hin. Und wir sehen auf jeden Fall überall Birken. Das ist natürlich der Baum der Russischen Föderation, kann man das so sagen. Aber auch ganz viel Buschwerk und ja, Bäume. Ich finde sowas, diese kleinen Details, darauf steht der Maximus. Ja? Auch hier dieser alte LKW. Wäre schön, wenn wir irgendwie so einen russischen Truck irgendwie im Spiel bekommen. Wir werden mal die Augen offen halten. Vielleicht sehen wir ja schon den neuen MAN. Aber ich glaube nicht, dass wir das sehen. Wir sehen hier immer ja den Renault Marken. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwo noch Tuning-Teile sehen. Ich denke mal eher nicht, ne? Aber man sieht hier, dass sie auch versuchen, auf dem Betriebsgelände immer so ja viele Details hinzustellen, um uns das Einparken wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer zu machen. Auch hier diverse Umbaumaßnahmen, ne? Das sieht man, und enge, verwinkelte Straßen. Vielleicht können wir, oder Industrie, ja, Firmengelände, vielleicht können wir hier sogar rückwärts reinfahren, um quasi die Ladung abzugeben. Es ist schon irgendwie herrlich. Es wirkt wirklich schon, wir sind hier in Russland. Kann man durchaus sagen, oh, ey, das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Ich mag das. Wirklich sehr, sehr fein. Ja, dann sind wir schon bei dem Bild 14. Und jetzt merken wir auch, dass wir langsam am Ende sind. Vielleicht werden wir noch einmal zum Jahresende noch ein Bildchen sehen. Das waren jetzt alle, aber sind schon sehr, sehr beeindruckend und geben einen so einen Vorgeschmack, dass wir nicht einfach diese Standardgebäude haben, sondern also Firmengelände, dass es jetzt wirklich sehr viel unterschiedliche Abwechslung ist. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Kurze Zusammenfassung. Ich freue mich drauf, und mit den Worten sehen wir uns heute 20.30 Uhr. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bye bye.